Und wir schauen den Barmann etwas beim Putzen zu. Nein, natürlich nicht. Wir quatscheln mit ihm ein bisschen weiter. Denn ich würde ganz gerne noch die Geschichte zu Ende hören, die wir beim letzten Mal ja ein bisschen abgewürgt haben. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grieswald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Nun. Das war einst unser prächtigster Erholungsort. In den letzten Jahren sind jedoch harte Zeiten über die Familie Meistersuppe hereingebrochen. Und sie haben mich alleine in diesem modrigen Hotel gelassen. Das Meistersuppe-Kolonialhotel und Casino. Casino? Aha. Hier ist es ja wie ausgestorben. Sie sagen es. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Wenn ich nicht so stinkreich wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Wenn ich nicht so stinkreich wäre. Das hatten ja in der letzten Folge schon angefangen. Wir hören einfach mal, was er noch so zu erzählen hat. Warum versuchen Sie nicht, dem Ort ein bisschen Leben einzuhauchen? Nun, das ist eine ganz schöne Geschichte. Vor Jahren war dieses Hotel eins der heißesten Reiseziele in der Karibik. Die Leute kamen aus aller Welt, um unsere weltberühmte Abendshow zu sehen. Vielleicht haben Sie den ungewöhnlichen Grill draußen auf der Veranda gesehen. Nein. Nun, dieser Grill war Kernstück unserer abendlichen Unterhaltung. Ist ein Grill nicht die zentrale Attraktion der meisten anspruchsvollen Aktivitäten des Nachtlebens? Möglich, aber niemand hatte einen Grill wie diesen. Jeden Abend versammelten sich die Gäste auf der Veranda und genau um 6 Uhr. Ja, das kennen wir doch schon. Haben Sie die Holzkohlenanzünder herausgeholt? Nein. Wollen Sie die Geschichte hören oder nicht? Entschuldigung, ich bin so fasziniert. Bitte machen Sie weiter. Ich bin so fasziniert. Jeden Abend, genau um 6 Uhr, brach der Vulkan aus. Und die Lava floss an der Seite des Bergs herab in eine spezielle Rinne, die unter dem Grill verläuft. Die Gäste waren hin und weg. Das wäre ich aber ehrlich gesagt auch. Also, ja, ich weiß nicht, ob das anders schmeckt von einem Lavagrill. Gut, Gasgrill haben ja alle diese Vulkan, diese Vulkansteine. Die werden dann richtig mit dem Gas voll geheizt und das Grillgut wird ja durch diese Wärmeabgabe der Lavasteine gegrillt. Aber so von flüssiger Lava, ich weiß nicht, ob das so der Hit ist. Vor allem auch gefährlich eigentlich, oder? Aber wie gesagt, ist die Attraktion und ich denke, es ist eine schöne Attraktion. Das ist alles? Ein Grill? Das ist Unterhaltung? Nun, ich sorgte für Unterhaltung an der Bar. Aufführungen im Salon? Ja, ich spielte Klavier. Und wir hatten viel Spaß. Eines Tages hörte der Vulkan unerklärlicherweise auf, auszubrechen. Ohne unsere Hauptattraktion verlor das Hotel einfach seine Anziehungskraft. Seitdem ging es bergab. Und der Vulkan ist bis heute nicht mehr ausgebrochen. Tragisch. Aber wir haben ja schon von dem eingeborenen Lemonhead oder beziehungsweise Zitronenbirne gehört, was der Vulkan hat. Hat eine Laktoseintoleranz und die werden wir ihm jetzt wieder beibringen. Das heißt, dass er schön Magenkrummeln kriegt und dann könnte ich mich wieder hier an dem schönen Grill ergötzen. Ja. Was geschah mit all den Gästen? Als der Ort den Bach runterging, sind alle abgereist. Alle außer einem. Oh. Der Gast, der niemals ging. Kommt jetzt was Gruseliges? Ich warne Sie. Jede Nacht hörten wir seltsame Geräusche aus diesem Zimmer kommen. Mhm. Schreckliche, fürchterliche Geräusche, die das ganze Hotel erschütterten. Jedes gefolgt von schlimmsten Schreien und Flüchen. Dann, eines Nachts, hörten die Geräusche einfach auf. Und ein furchterregendes Jammern und Klagen trat an ihre Stelle. Ich habe das Zimmer verriegelt und geschworen, niemals mehr diesen hasserfüllten Ort zu betreten. Okay, aha. Würden Sie mich in das Gästezimmer im oberen Stockwerk lassen? Nein, er ist aus gutem Grund verschlossen. Niemand darf die dunklen Geister stören, die dieses Zimmer bewohnen. Mhm. Wenn Sie vielleicht mit einem aggressiveren Marketing... Ich habe alles versucht. Pamphlete,
Aufkleber, umfassende Printkampagnen. Ich habe sogar versucht, Fläschchen mit meinem eigenen Blut zu verkaufen. Was? Mit der Aufschrift? Meine Eltern waren auf Blood Island und alles, was sie mitgebracht haben, war diese schäbige Blutprobe. Das ist eklig. Im Nachhinein betrachtet ist es das. Das ist also mehr als eklig. Uah. Vielleicht könnten Sie ein paar zusätzliche Entertainer buchen. Ich habe vor einiger Zeit einen Jongleur gebucht, aber daraus ist nichts geworden. Ein launischer Kerl. Erzählte die ganze Zeit, wie er für seine Kunst leide und so weiter. Die Gäste hassten ihn. Sie jubelten sogar, als er während einer Feuerschluckervorführung in Flammen aufging. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das haben wir schon. Was ist denn mit... Gibt es irgendwas Besonderes über Blood Island? Wenn Sie sich vielleicht auf die Geschichte von Blood Island konzentrieren. Welche Geschichte? Die Insel hat eine Windmühle und einen Leuchtturm. Es gibt nicht viel zu sehen. Okay. Vielleicht sollten Sie das Hotelgewerbe aufgeben. Die Meistersuppes waren immer schon im Hotelgeschäft. Ich muss meinen Teil dazu beitragen, den Traum am Leben zu halten, Räume buchen und Drinks mixen. Das ist rührend. Entschuldigung, Drinks rühren. Nein, ich meinte... Ach, egal. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Naja. Gut. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Obwohl, na, Moment. Eine Sache machen wir nochmal gerade. Barkeeper, einen Drink bitte. Ich möchte einen Drink bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Ich hätte gerne... Etwas, was in Nasen... Oh Gott. Mit einem Schirm drin. Geben Sie mir einen großen, fruchtigen Drink mit einem Schirm drin. Gute Wahl. Es ist der köstliche Geschmack der Inseln. Hergestellt aus Zitronen, Grapefruit und Hackfleisch. Bäh. Hey, kriege ich nicht einen dieser dekorativen Schirme für meinen tropischen Drink? Ich glaube, wir haben keine. Nein, ich habe mich vertan. Ich habe diesen hier. Ja, das ist karibischer Kollaps. Oh nein! Du sollst ihn mitnehmen, nicht trinken, Guybrush. Autsch! Hier hast du deinen Becher zurück. Den wollte ich haben, den Becher. Na gut. Wir gehen nochmal ganz kurz nach oben. Mich würde interessieren, ob wir eigentlich das Bild jetzt mitnehmen können. Weil ich habe da einen Spiegel gesehen unten. Es ist an die Wand genagelt. Na gut, dann gehen wir nochmal hier rein. Ach, das geht ja gar nicht, oder? Mit dem Hammer. Oder geht's doch? Doch, es geht. Sehr gut. Dann öffnen wir die Türe. Ha. Den Nagel nehmen wir mit. Denn wir können mich nachher noch etwas nageln. Und dann schnappen wir uns das Porträt. Ich werde besser diesen belastenden Bilderrahmen los. Ach ja, super. Aber man sieht noch... Was? Nix. Man sieht hier noch den Schmutzrand. Ja, gut. Okay, wir haben das Bild. Jetzt weiß ich... Ah, Schere haben wir auch. Hervorragend. Denn ich weiß, dass man das Kopfstück hier ausschneiden kann. Ja, ich habe das Gesicht ausgeschnitten. Sehr gut. Und wir können dieses Porträt direkt hier vorhängen. Sehr gut. Und wenn wir uns dann dahinter stellen und durchgucken, wird er uns als ein Maggi-Typen. Ja. Erkennen als Maggi oder als Verwandter, besser gesagt. Oh, es gibt nichts Schöneres als Familie. Egal, was in der heillosen Unordnung des karibischen Cluburlaubs geschieht. Ich kann mich immer entspannen. Wissend, dass ich aus gutem, wohlhabenden Hause stamme. Erziehung. Das ist es, was zählt. Erziehung und Kultur. Genau wie bei Großvater Lambert.
Erziehung, Kultur und viel, viel altes Geld. Das macht einen Mann stolz. Das ist komisch. Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, dass Großvater Lambert so gewöhnlich aussieht. Verrückt. Es ist, als ob mich die Augen verfolgen. Ich kriege eine Gänsehaut bei solchen Bildern. Naja, obwohl Normen und Werte natürlich auch noch sehr wichtig sind. Nicht nur die Erziehung. Aber so ist es. So, das war Teil 1. Wir müssen uns aber noch mit Hilfe dieses Spiegels hier in die Familie quasi einfuschen. Denn wir wollen auf jeden Fall verwandt sein. Vielleicht erben wir ganz viel Geld oder irgendwie sowas. Deswegen kommt das Porträt hier auch noch rein. Ich hoffe, das geht so einfach. Ja, geht. Du hast gerade den Spiegel geklaut, nicht wahr? Nein. Nein, habe ich nicht. Er ist da, sieh nur. Sieht aus, als hättest du recht. Oh, Junge, ich beginne alt auszusehen. Kommt von all dem Saufen. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Oh, kommt von dem Saufen. Okay, da war das verkehrt. Also das war nicht Teil 2, um uns in die Familie einzuschmuggeln, sondern es war tatsächlich, um den Spiegel zu bekommen. Aber das ist natürlich ein klassisches Puzzle. Das kennen wir ja aus Monkey Island Teil 2. Dieses Glas ist für meine Trinkgelder. Stell das zurück. Aber ich wollte gerade eine Menge Geld reintun. Mehr, als ich mit mir rumtragen kann. Deshalb wollte ich es mitnehmen und dann auffüllen. Oh, dann okay. Oh, huh. Hui, Glück gehabt. Und ich weiß auch schon, was wir mit diesem schönen Glas machen. Und zwar, wir fangen uns ein paar Glühwürmchen. Allerdings weiß ich nicht mehr, wofür wir die Glühwürmchen benötigen. Aber das ist auch nicht so schlimm. So. Wie locken wir Glühwürmchen an? Die sind nämlich hier bei Elaine. Und ich weiß, dass wir an der Windmühle oben ein Fass stehen haben und dort ist Zuckerwasser drin. Und Glühwürmchen lieben Zuckerwasser. Zumindest bei Monkey Island 3. Ich weiß nicht, wie das in der Realität ist. Und jetzt, wie gesagt, wir sind schon auf meinem Lieblingsbild und es kommt auch noch einer meiner Lieblingsszenen von diesem Spiel. Genießt wie Guybrush. Mit dem Schirm und mit den Windmühlenrädern eine Etage höher fährt. Cool. So, was haben wir hier drin? Grog? Es ist voll mit vergorenem Zuckerwasser, das zur Rumproduktion benötigt wird. Das machen wir jetzt hier voll Wasser. Es ist jetzt voller Zuckerwasser. Ja, voller Zuckerwasser ist ein kleiner Spiegel drin. Können wir das eigentlich trinken? Ich bin nicht gerade in der Stimmung für ein Glas halb fermentierten Zuckerwassers. Schade. Ja, gut. Die Glühwürmchen müssen natürlich auch leben in einem Glas, also auch Luft bekommen, deswegen... Da, ich habe Löcher reingestochen. Machen wir da ein paar Löcher rein. Und jetzt würde ich sagen, geht es ab auf Glühwürmchenjagd. Ah, die Tür bleibt auf, aber ich kann nicht mehr hoch. Das finde ich aber sehr schade. Naja, gut. So. Hinauf zu Elaine. Hallo. Gut. Stimmt, zum Leuchtturm müssen wir auch noch. Wir haben den Spiegel ja bekommen von dem lieben Kollegen. Aber... Da ist es. Das Wasser stellen wir auf den Baumstamm ab. Es ist voll mit leckerem, köstlichen Zuckerwasser. Wette, das Wasser schmeckt gut. Und die ganzen Glühwürmchen gehen da rein. Und jetzt werden wir sie einfangen mit diesem Deckel. Sie sind da drin gefangen und leuchten wie verrückt. Super. Eine Laterne, ja. Ich glaube, den brauche ich für diesen Fährmann. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich denke schon. So. Jetzt gehen wir noch ganz kurz zum Leuchtturm.
setzen den Spiegel dort ein, wo der eigentlich hingehört. Perfekt. Er hat einen Spiegel ausgetauscht, er war vorher kaputt. Und jetzt denke ich mal, dass der Fährmann auch da ist. Oder auch nicht. Schade. Ich hätte eigentlich gedacht, dass... Wer... Nee, ist nicht da. Schade. Aber wir können gerade einen Kompass basteln. Alle dafür benötigten Gerätschaften besitzen wir bereits. Also den Messbecher, da ist Wasser drin. Er ist voller Seewasser. Perfekt. Wir haben die Nadel und die können wir magnetisieren. Cool, eine magnetische Nadel. Es wird einem ganz schwindelig, wenn man die ganzen Möglichkeiten bedenkt. So, die Flasche. Da können wir den Korken ziehen. Und Leute. Das hat mich echt Kopfschmerzen bereitet. Dieses Rätsel, also das ist, eigentlich ist es einfach, aber manchmal kommt man einfach nicht drauf. Okay. So, das benutzen wir jetzt hier mit dem Messbecher. Hey, sauber! Er zeigt nach Norden. Wissenschaft macht Spaß, wenn du das Geheimnis kennst. So ist es. So, und da würde ich sagen, geht's auf zum Vulkan. Oh, jetzt haben wir, ja, ich habe es eigentlich versprochen, dass wir den Vulkan in dieser Folge eigentlich besuchen. Wir haben aber viele kleine andere Sachen gemacht. Und von daher würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und werden dann mal hier ein bisschen für Randale sorgen. Denn mit einem Vulkan, der Brummel im Magen hat, im Darm, mit dem sollte man nicht so viele Scherze machen. Ja, Zitronenbirne, Mr. Lemonhead.